Wir sind ja schon auf eine ganze Reihe von Aspekten eingegangen, die für einen Mann als Ausscheidungsmerkmal gelten können, wenn es darum geht, eine Frau in sein Leben oder gar an seine Seite zu lassen. Ja, und diese roten Flaggen, die dafür sorgen, dass ein Mann das amoröse Interesse verliert und, naja, dass er sozusagen emotional völlig zumacht, die sind mit der Moderne nicht weniger geworden, sondern ganz klar mehr. Das sind also Zivilisationskrankheiten, könnte man sagen. Promiskuität ist hier zu nennen, Karrieresucht, krasser Verlust von Sitten und Manieren, Alkohol, Antidepressiva, Tattoos, Piercings, Vogue-Mentalität, Social-Media-Abhängigkeit, Fettsucht, Essstörungen, ja auch Respektlosigkeit und so weiter. All das bewerte ich hier nicht mal, sondern, naja, ich weise eben auf die Konsequenzen hin. Hochwertige Männer stößt sowas nun mal ab und als Reaktion, da bekommst du halt entweder Incels oder MGTOWs auf der einen oder eben Andrew Tates auf der anderen Seite. Also wir haben es ja hier echt mit befreiten Frauen zu tun. Feminismus, die Moderne, Emanzipation, Liberalismus, Gender Mainstreaming, nenn es wie du willst, all das hat halt seine Konsequenzen. Nachweisbare Konsequenzen nämlich auf die ausufernde Single-Statistik, auf die Scheidungs- und Trennungsraten und wie jeder sehen kann auch darauf, dass Mann und Frau heute so weit auseinander sind wie selten zuvor. Und dass für diese Misere nicht Frauen verantwortlich sind bzw. waren, sondern Männer, die sich's eben gefallen ließen und weiterhin lassen, darauf bin ich ja auch schon mal eingegangen. Männer sind eben schwach geworden und Frauen, die sind nicht etwa stark geworden, sondern tief unglücklich und verbittert darüber, dass Männer schwach geworden sind. Die Symptome sind dann halt die gerade genannten.